Bundesparteitag in Bochum nochmal. Daniel Schert ist noch hier, MDL in NRW. Mhm. Wir wollen ein bisschen über die aktuelle Arbeit im Landtag reden. Wir fangen mit einem etwas älteren Antrag an, und zwar den Edward Snowden-Antrag. Genau. Erzähl doch erstmal ganz kurz, was der Antrag war. Der Antrag war, dass es darum ging, einen sicheren Aufenthalt für Edward Snowden zu ermöglichen. Das könnte zum Beispiel Asyl sein, aber genauso gut könnte es, Zeugenschutzprogramm sein oder Aufenthaltsrecht oder sowas in der Art. Wir waren eigentlich der Meinung, wir formulieren jetzt hier den politischen Willen, den wir ja haben, dass dieser Mensch, dass er das uneigennützig getan hat, dass er der Demokratie einen wichtigen Dienst erwiesen hat und dass er es deshalb einfach verdient hat, Schutz zu erhalten, zum einen. Zum anderen aber, dass es genauso wichtig ist, ihn zu befragen. Nur zur Aufklärung der ganzen Affäre kann ja er nur am besten beitragen. Mhm. Also insofern sollte es eigentlich auch unser Interesse sein, ihn nach Deutschland zu kriegen, um ihn zu befragen. Genau. Er hat den erst gestellt zur direkten Abstimmung, habt ihn aber in den Ausschuss überwiesen und bin schon ein paar Mal angesprochen worden, warum das denn so gekommen ist. Deswegen wollte ich die Frage einfach mal stellen. Ja, das hat insofern damit zu tun, als dass der Antrag rundheraus abgelehnt worden wäre, wenn wir ihn zur sofortigen Abstimmung gestellt hätten. Das wäre zwar jetzt, ich sag mal, sehr peinlich für die anwesenden Grünen gewesen, die wir da an die Wand genagelt hätten mit. Aber was hätte es denn für ein Signal gezeigt? Das Signal wäre gewesen, das größte Bundesland Nordrhein-Westfalens will kein Asyl. Und das war einfach ein Signal, was wir zum jetzigen Zeitpunkt oder zum damaligen Zeitpunkt nicht senden wollten. Eben weil auch noch so viel im Fluss ist. Und ja, zu dem Zeitpunkt war die große Koalition noch nicht unterschrieben. Da hätte die SPD sich sowieso keinen Zentimeter bewegt. Und deswegen haben wir dann beschlossen, wir wollen jetzt eigentlich diese Abstimmniederlage, die ja dann praktisch ja nur, das ist dann nur noch Selbstbefriedigung, dass wir sagen, ja, wir sind dafür, aber alle anderen sind dagegen. Die wollten wir einfach vermeiden. Deswegen haben wir dafür gesorgt, dass das Ding zunächst in den Europaausschuss geht. Mhm. Also wir haben dann sozusagen das übliche Verfahren umgekehrt, dass wir gesagt haben, heute findet keine Debatte statt. Wir geben das Ganze in den Ausschuss, in den Europaausschuss aus gutem Grund. Und dann kommt das nachher wieder zurück ins Plenum und wird da abschließend debattiert und abgestimmt. Mhm. Das ist das Ziel. Und während dieses Verfahrens versuchen wir halt einfach die politischen Möglichkeiten auszuloten, die es halt gibt, vielleicht doch ein positives Signal zustande zu bekommen. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass die SPD sich da hinstellt und sagt, ja, Asyl ist eine ganz tolle Sache, aber dass man vielleicht wenigstens eine Anerkennung seiner Arbeit, Anerkennung seiner Leistung für die Demokratie und sowas als positives Signal hinbekommt, das fände ich persönlich sehr viel nützlicher, als da jetzt einfach so einen Totalantrag zu machen, der einfach nur abgelehnt wird im Pakt. In Verbindung mit dem jetzt eingerichteten oder kommenden Untersuchungsausschuss, der ja im Bundestag kommen soll zu dem Thema, da haben sich ja Schwarz-Rot dazu durchgerungen, dem doch zuzustimmen, weil sie ja gesagt haben, Minderheitenschutz wollen wir trotzdem gelten lassen. Meinst du, die Chancen steigen dann, dass dieser Antrag durchkommt? Also hundertprozentig wird dieser Antrag, so wie er jetzt formuliert ist, nicht durchkommen. Mhm. Aber die Chancen steigen auf jeden Fall, dass wir was Substanzielleres rauskriegen, als jetzt nur irgendwie so ein Wischiwaschi. Mhm. Also das ist nämlich auch eben der Vorteil gewesen, dass wir gewartet haben jetzt an der Stelle, weil sich gerade die Wetterlage ja im Moment da in dem Bereich so schnell auch ändert und wir auch so viel, ich sag mal, positive Bewegung ja merken. Also die Bevölkerung ist ja eigentlich überwiegend dafür, ihnen Schutz zu gewähren. Im Parlament, ja, ich sag mal, bewegt sich so ein bisschen was. Gerade dieser Untersuchungsausschuss hat ja sogar die Möglichkeit, Zeugen zu vernehmen. Wer weiß, ob Edward Snowden nicht sogar als Zeuge gehört werden wird im Rahmen dieses Untersuchungsausschusses. Insofern bin ich da schon optimistisch, dass sich vielleicht dann auch im Land Nordrhein-Westfalen ein bisschen was bewegt. Mhm. Aber wo das hinführt, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber das kommt in der Zukunft. Ja. Und über die Zukunft können wir jetzt reden, und zwar nächstes Plenartagung. Genau. Was für Anträge habt ihr im Bereich Netzpolitik jetzt auf der Pfanne, die ihr einbringen wollt? Also zum einen gibt es noch zwei Anträge, die sozusagen liegen geblieben sind. Der eine dreht sich um diesen Aufruf, den die Schriftsteller gestellt haben. Das ging im November oder Dezember, weiß nicht mehr genau, ging das durch die Medien. Die fordern also praktisch zum einen, dass sich die Regierungen der Welt sozusagen beteiligen an einem Nicht-Spionage-Abkommen und sich sozusagen sofort verpflichten, das einzuhalten. Und diesen Aufruf, den bringen wir jetzt praktisch ein ins Plenum, dass wir sagen, die nordrhein-westfälische Landesregierung soll sich diesem sofort anschließen. Das ist eine Sache. Und die andere Sache bezieht sich um die Vorratsdatenspeicherung. Da ist ja sozusagen auf europäischer Ebene
der zuständige Staatsanwalt hingegangen und hat gesagt, er hat Zweifel daran, dass die in der jetzigen Ausgestaltung dieser europäische Richtlinie, dass die so verfassungsgemäß ist. Mhm. Und wir wollen das als Gelegenheit nutzen, mal wieder die Vorratsdatenspeicherung auf den Tisch zu bringen ins Plenum, dass wir also quasi fordern, also sollte ja jede Umsetzung einer Vorratsdatenspeicherung so lange zurückgestellt werden, solange hier praktisch auf dem Tisch liegt, das ist nicht verfassungsgemäß, was da gemacht wird. Also das werden wir fordern. Also diese Anträge sind quasi fertig, die müssen halt von der Fraktion dementsprechend noch beschlossen werden. Und dann, das ist jetzt natürlich jetzt auch alles aus den aktuellsten Entwicklungen vom 30. Dezember, wo halt eben diese ganze Leaks rund um diese TAO und NSA, diese Spionage-Werkzeuge, die sich da gebaut haben, rausgekommen ist. Auch das werden wir mit Sicherheit in einen Antrag ummünzen, ob das jetzt schon ins nächste Plenum geht oder ob wir zunächst einmal mit kleinen Anfragen versuchen, herauszubekommen, inwieweit sich die Landesregierung des Problems überhaupt bewusst ist. Und dann praktisch erst im Nachgang, dann im Februar zum Beispiel, mit Anträgen nachsetzen, das steht halt noch nicht fest. Das ist ja, wir sind ja nun auch gerade, haben gerade diese ganzen Informationen bekommen, die ersten Fraktionssitzungen, die kommen jetzt erst und dann werden wir das sicherlich alles abklären. Wobei, ich muss ja sagen, diese Tower-Sache, Monitorkabel austauschen, um die Sachen abzuhören, kommt ja deinem Zombie-Antrag sehr nah. Und das Zombie, kann man nach... Bügeleisen sind gar nichts gegen das, was die NSA da hat. Also, das ist echt gruselig. Ja, kannst die kleine Anfrage direkt in der schießen. Ich habe ein gutes halbes Dutzend kleine Anfragen geschrieben, die jetzt noch, da kommt noch Feinschliff dran, da wollen meine Kollegen natürlich auch noch gerne dran arbeiten, die sich rund um dieses Thema, ne, da gibt's auch Sachen mit Radarüberwachung, wo man sich dann fragen muss, hey Leute, 1000 Watt Radarstrahlung oder so, habt ihr vielleicht mal überlegt, was das für die Leute bedeutet, die da zufälligerweise arbeiten, wo ihr diese Informationen abholt und so. Da kann man viele spannende Sachen die Landesregierung fragen und das habe ich also im Wesentlichen angefangen jetzt vorzubereiten und das wird eine arbeitsreiche Zeit in diesen paar Monaten, was das angeht. Gut, ich würde sagen, das ist ja alles Zukunftsmusik. Ja. Wir treffen uns dann einfach nach den nächsten Plenartagen oder folgenden Plenartagen und machen mal dann so einen Rückblick hierzu. Ja. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen zu der Sache mit der Taugen und was da auf dem Chaos Communication Kongress veröffentlicht worden ist, haben wir noch einen Podcast gemacht, ein Video. Im Video verlinke ich das jetzt hier unten links oder rechts, je nachdem, schauen wir mal. Und im Podcast gebe ich in die Shownotes den Link zu der Aufnahme. Daniel, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Anträgen. Dankeschön. Und genieß noch den Bundesparteitag. Dankeschön. Mach's gut.